ist die neue Mercedes-Benz-Geländewagenreihe. Sie gibt die Antwort auf jeden Anspruch, den man an einen Geländewagen stellen kann. Sie ist allen herkömmlichen Geländewagenkonzepten überlegen, weil diese entweder nur einen harten Geländewagen anbieten, dessen Straßentauglichkeit eingeschränkt ist, oder einen verkappten Straßenwagen ohne extreme Geländeeignung. Die Mercedes-Geländewagenreihe macht hier keine Kompromisse. Konsequente Anwendung überlegener Technik, eine Baureihe universell verwendbarer Fahrzeuge mit über 40 Varianten. Realisiert in der unübertroffenen Mercedes-Benz-Qualität. Die Mercedes-Geländewagen sind einerseits harte Arbeiter im Gelände und überraschen andererseits durch Pkw-Fahreigenschaften und hohen Fahrkomfort. Sie sind also für den rein professionellen Einsatz ebenso geeignet wie für den privaten Bereich, für Hobby und Freizeit. Diese neue Generation von Geländewagen ist das Produkt einer Zusammenarbeit der Daimler-Benz AG und der Steyr-Daimler-Puch AG. Was diese Fahrzeuge zu leisten vermögen, können wir Ihnen nicht direkt vor der Tür zeigen. Zu vielfältige Geländevariationen gibt es zu berücksichtigen. Das typische Gelände gibt es nicht. Deswegen hat der Mercedes-Benz-Geländewagen eine so robuste und vielseitig einsetzbare Technik wie kein anderer. Zusätzlich bietet Ihnen die neue Geländewagenreihe von Mercedes aber auch zahlreiche Varianten für unterschiedlichste Transportaufgaben. Für alle Aufgaben also die passende Antwort. Einer unserer Versuchsingenieure wird Ihnen das jetzt demonstrieren. Den neuen Mercedes-Geländewagen gibt es mit zwei verschiedenen Radständen und drei Aufbauvarianten. Sehen Sie zum Beispiel mal der grüne. Das ist einer mit kurzem Radstand, 2400 mm in der offenen Ausführung. Und der da drüben, das ist einer mit langem Radstand, 2850 mm. Das ist wirklich ein Unterschied. Und der hat auch einen ganz anderen Aufbau? Ganz richtig. Es ist der Mercedes-Geländewagen mit langem Radstand als Stationwagen. Übrigens mit vier seitlichen Türen. Das ist noch ein Stationwagen, aber mit kurzem Radstand. Und der hat zwei Türen. Und da drüben sehen Sie einen offenen mit Stoffverdeck. Außerdem gibt es noch zwei weitere Modelle, nämlich Kastenwagen mit kurzem und langem Radstand. Und dann haben wir natürlich Motorvarianten für alle Bedürfnisse. Mehr als jeder andere Geländewagen. Von 53 kW, und das sind 72 PS, bis über 110 kW, gleich 150 PS. Vier Antriebsaggregate stehen zur Verfügung. Zwei Dieselmotoren mit 4 bzw. 5 Zylindern und zwei Benzinmotoren mit 4 bzw. 6 Zylindern. Die Benzinmotoren gibt es in zwei Varianten, für Normal- und Superkraftstoff. Wie man das von den Limousinen her kennt. Ja, im Prinzip ja. Aber diese Aggregate sind gegenüber der normalen Limousinenausführung für die speziellen Geländeanforderungen modifiziert. Ist ein bisschen viel auf einmal. Ja. Na, dann wollen wir uns die Sache der Reihe nach einmal in der Praxis ansehen. Gerne. Dann steigen Sie doch ein. Der sieht ja ganz zivil aus, ihn. Mit dem werde ich mich anfreunden. Nur bei den vielen Hebeln hier muss man sie wohl erst gründlich einweisen lassen. Ach, halb so wild. Ich zeige Ihnen das mal im Gelände und dann können Sie es ganz schnell selbst. Ich weiß nicht. Also auf ebener Strecke, da schalten Sie, wie Sie es von Ihrem Pkw her kennen. Da wird genau wie bei Ihrem Pkw nur die Hinterachse angetrieben. In schwierigem Gelände schalten Sie auf Allradantrieb. Sehen Sie, da vorne, da ist schon so ein Fall für den Allradantrieb. Den schalten Sie mit dem Hebel ein, ohne dass Sie dabei anhalten müssen. Wieso? Muss man normalerweise anhalten? Bei vielen Geländewagen ja. Aber beim Mercedes können Sie alle Geländeaggregate während der Fahrt zu- und abschalten. Den Allradantrieb, die Differentialsperren vorn und hinten und die Gelände statt der Straßenübersetzung. So gibt's das nur bei Mercedes. Ein guter Geländewagen muss überall einsetzbar sein. Das verlangt natürlich besondere Maßnahmen bei der Erprobung. Der gesamte Triebwerksstrang wurde zum Beispiel in einem Schlammbad auf Dichtheit geprüft. Dabei wurden wesentliche Fahrzustände wie Lenken, Bremsen, Beschleunigen simuliert. Die Geländeaggregate mussten selbst in tiefstem Schlamm zeigen, was sie können. So, jetzt fahren wir mal diese steile Wiese hoch. Da brauchen wir eine andere Übersetzung, den Geländegang. Und den kann man auch einfach während der Fahrt einschalten? Ja, wenn Sie sich vorstellen, Sie müssten hier anhalten, dann wissen Sie auch, wozu das gut ist. Und dasselbe gilt auch für die beiden getrennt schaltbaren Differentialsperren.
wollen Sie im Ernst durchfahren? Ja, weil ich Ihnen hier mal so richtig zeigen kann, wofür das Fahrwerk eigentlich ausgelegt ist. Bei einer so extremen Achsverschränkung ist auch schweres Gelände kein Problem. Die langen Federwege gleichen größte Niveauunterschiede aus. Die Bodenhaftung jedes einzelnen Rades bleibt gesichert. Achtung, da vorne der Stein! Naja, wenn das Fahrzeug nicht eine Bodenfreiheit von 250 mm hätte, dann gäbe es wirklich ein Problem. 250 mm? Gilt das auch für die anderen? Ja, richtig. Was ich Ihnen bisher gezeigt habe, das gilt für alle Modelle. Das hier war unser größter mit bis zu 9 Sitzplätzen. Aber schauen wir uns doch mal den mit Stoffverdeck an. Der hat kurzen Radstand und Platz für 5 Personen. Das ist also ein kurzer? Ja, probieren Sie es doch gleich mal. Fahren Sie selber. Gerne. Und wie sehen die anderen aus? Die Geländewagenreihe besteht aus 5 Grundtypen. Das ist der Geländewagen mit kurzem Radstand und Stoffverdeck. Das heißt, den können Sie offen fahren. Diesen Stationwagen können Sie wahlweise mit kurzem Radstand haben, so wie hier. Oder auch mit langem Radstand, wie Sie es hier sehen. Außerdem gibt es noch 2 Kastenwagen, ebenfalls mit dem kurzen Radstand. Oder in dieser Ausführung mit langem Radstand. Bei der Version mit dem kurzen Radstand haben bis zu 7, bei der mit langem Radstand bis zu 9 Personen Platz, je nach Ausstattung. Außerdem ist da noch eine Menge Raum für die Zuladung. Und jetzt den Allradantrieb fürs Gelände. Sieh, den Unterschied, den merkt man aber deutlich. Und auf diesem Untergrund nehmen Sie die Differentialsperre. Ja, diesen Hebel ziehen. Also praktisch geht das schon ganz gut. Aber ich kann mir noch gar nicht richtig vorstellen, wie das funktioniert. Das Prinzip ist, für jeden Einsatzzweck und unter allen Bedingungen immer genügend Antriebskraft auf den Boden zu bringen. Sehen Sie, auf normaler Straße nutzen Sie den Hinterachsantrieb. Im Gelände können Sie dann den Vorderachsantrieb zuschalten, haben damit Allradantrieb und können zusätzlich, anstelle des Straßenganges, den untersetzten Geländegang benutzen. Auch die beiden auf Wunsch lieferbaren Differentialsperren können Sie jederzeit während der Fahrt zu- und abschalten. Diese überlegene Antriebskonzeption finden Sie so nur bei unserem Geländewagen. Jetzt verstehe ich, warum der wirklich mit jedem Gelände fertig wird. Eben. Wie wär's? Wollen wir nochmal umsteigen? Gerne. Macht mir schon richtig Spaß. Bitte anschnallen. Fahren Sie da vorne geradeaus hoch. Meinen Sie, dass wir da hochkommen? Ja, das meine ich. Wir schaffen einen Böschungswinkel von rund 40 Grad. Und den Berg schafft er allemal. Der Steigfähigkeit von 80%. Tatsächlich. Aber was passiert denn, wenn man nun mal wirklich nicht weiterkommt? Das können wir uns gleich mal ansehen. Wir haben da drüben einen Geländewagen mit Absicht in eine Mulde gefahren, aus der er mit eigenem Antrieb nicht mehr herauskommt. Sieht aus, als wäre der da reingefallen. Sehen Sie, für solche Fälle, die hoffentlich nie vorkommen, kann das Fahrzeug mit einer Seilwinde ausgerüstet werden. Damit kann sich der Wagen aus eigener Kraft befreien. Oder Hindernisse aus dem Weg räumen. So einfach, wie das aussieht, so einfach ist das auch. Wollen wir mit dem weiterfahren? Gern. Der mit Gras, Schlamm und Geröllstrecken fertig wird. Aber wie sieht's denn auf ganz anderem Untergrund aus? Zum Beispiel auf Sand, wie in der Wüste.
Natürlich sind diese Fahrzeuge auch in der Wüste unter Extrembedingungen erprobt worden. Doch das war nur eine von einer Vielzahl unerbittlicher Tests und Prüfungen. Unsere Wagen haben sie alle mit Bravour bestanden und damit ihre Mercedes-Qualität bewiesen. Wenn so ein harter Einsatz tatsächlich mal Spuren hinterlassen sollte, dann ist da ja immer noch unser Mercedes-Kundendienst. Denn der steht nicht nur auf dem Papier, der ist weltweit. Und der betreut weltweit. Aber ich will Ihnen noch was anderes zeigen. Fahren Sie doch mal da vorne durch. Durch ist gut. Da geht es nicht weiter. Das Wasser ist mindestens einen halben Meter tief. Ja, eben. Bis zu 60 Zentimeter Wassertiefe brauchen Sie keine Gummistiefel. Selbstverständlich sind die Türen dicht und die gesamte Elektrik ist auf diese Warttiefe ausgelegt. Tatsächlich. Im Gelände hat er wohl keine Probleme. Sagen Sie mal, wie fährt sich so ein Fahrzeug eigentlich auf der normalen Straße? Das haben wir gleich. Da drüben geht's lang. Wenn Sie einen Mercedes-Benz-Geländewagen auf der Straße fahren, dann merken Sie ihm den Geländewagen nicht mehr an. Er bleibt fahrstabil, auch bei hohen Geschwindigkeiten. Kunststück. Auch bei Höchstgeschwindigkeit hat das Fahrwerk noch große Sicherheitsreserven. Längslenker und Panhardstäbe vorne und hinten, sowie an der Vorderachse zusätzlich ein Drehstabstabilisator, sorgen für Spurtreue und Geradeauslauf. Wie Sie das sonst nur bei Personenwagen erleben können. Alle Anlenkpunkte an Vorder- und Hinterachse sind wartungsfrei gummigelagert. Und genau wie bei Limousinen übernehmen 4 Schraubenfedern die exakt abgestimmte Federung. Tatsächlich, der fährt sich wie ein richtiger PKW. Aber ist er auch so handlich? Probieren Sie es. Fahren Sie doch mal da in die Parklücke. Na, habe ich Ihnen zu viel versprochen? Ich glaube, unsere kleine Probefahrt war doch ganz eindrucksvoll, oder? Die Realisierung dieser neuen Fahrzeuggeneration erforderte intensive Entwicklungsarbeit, aufwendige Forschung und extreme Erprobung. Aber wie Sie sehen, das Ergebnis rechtfertigt den Aufwand. Denn entstanden ist eine Modellreihe, die durch ihre Individualität und durch die Vielzahl ihrer Möglichkeiten für jeden nur denkbaren Einsatzbereich das optimale Fahrzeug bietet. Mit überragender Geländegängigkeit und gleichzeitig mit dem Komfort und den Fahreigenschaften, die sonst nur ein PKW auf die Straße bringt. Und das alles mit sprichwörtlicher Qualität, Zuverlässigkeit und weltweitem Service. Deshalb kann man an einen Mercedes-Benz-Geländewagen nicht nur die Ansprüche stellen, die man an alle Geländewagen stellen sollte, sondern auch die, die man nur an einen Mercedes stellen kann.